Der TuS vom SV Werder muss wegen des starken Schneefalls etwas länger als geplant in Freiburg weilen. Das Flugzeug kann nicht starten. Punkt. Dieses Wochenende bleibt aus Bremer Sicht ein kühles in mehrerer Hinsicht. Erst nahm der Höhenflug der letzten Wochen. Werder gewann auf Schalke und gegen Wolfsburg durch das 0:1 beim SC Freiburg ein Ende, und jetzt steckt der TuS auch noch im Breisgau fest. Der für Samstagabend geplante Rückflug musste wegen des Schneefalls und der eisigen Temperaturen abgesagt werden. Leider gab es keine Möglichkeit, das Flugzeug, das uns noch am Abend nach Bremen gebracht hätte, zu enteisen, wird Frank Baumann in einer offiziellen Mitteilung des Tabellen 15 zitiert. Das Risiko eines Flugs wäre zu groß gewesen, deshalb haben wir uns dafür entschieden, eine weitere Nacht in Freiburg zu verbringen. Anführungszeichen: Am Sonntagmittag werden die Bremer deshalb über Frankfurt zurück in die Heimat fliegen und dann die Vorbereitung für das brisante Nordderby gegen den Hamburger SV am kommenden Samstag aufnehmen.